Guckenmusik, Kostüm und Konfetti überall. Fasnachtszeit, das ist dein grosses Thema in der SRF Kids News. So, jetzt könnt ihr aber hören. Schön, bist du mit dabei bei dieser bunten Sendung. Und zu diesen Papierfetzchen hier habe ich dir gerade schon mal eine Quizfrage. Was bedeutet das Wort Konfetti? A. Papierschnipsel oder B. Zuckerzeug? Die Lösung zu denen findest du in dieser Sendung raus. So, jetzt sind die Konfetti, glaube ich, auch weg. Und du siehst, auch ich bin mal als Gretel von Hänsel und Gretel an der Fasnacht gewesen. Und du merkst es an meinem Gesichtsausdruck, ich bin nie ein grosser Fasnachtsfan geworden. Aber vielleicht ja du. Als wer bist du verkleidet an dieser Fasnacht? Kinder aus dem Treff präsentieren dir ihre Kostüme. Ich habe alles von Hand genäht. Meine Händchen und mein restliches Kostüm. Danke euch vielmal, dass ihr uns eure kreativen Kostüme gezeigt habt. In der Fasnachtszeit da kann man sich so richtig verwirklichen. So auch der Nando und der Jan, die du hier auf dem Bild siehst. Die beiden haben selber Kinderguckenmusik Drachenschwänz vor 7 Jahren gegründet. In der Zwischenzeit ist Guckenmusik aufgewachsen und noch professioneller geworden. Der Nando und der Jan sind die beiden Gründer der Kinderguckenmusik Drachenschwänz aus Kriens. Momentan verbringen sie jede freie Minute in ihrem Bastelräumli. An der Fasnacht muss nämlich alles ready sein. Die Lieder, die sie werden spielen, das Kostüm und der Grind. Grind, so sagt man in Luzern übrigens der Maske, wo alle Guckenmusiken anhaben. Das Motto, oder wie sie sagen, das Sujet von diesem Jahr ist Astronauten. Uiuiui. Das schmeckt aber ein bisschen. Drachenschwänze machen ihre Astronautengrinde selber. Und das ist gar nicht so einfach. Ja, anfangen tun wir eigentlich bei der Tonform. Dann tun wir die so zusammen mit so Gummi. Dann kann man da reinkleistern und dann trocknet das etwa eine Woche. Ja, 4 bis 5 Tage. Und nachher kommt er so raus, also noch mit Papier und so, also Zeitung, und dann sprayt man ihn weiss. Und dann ja, können wir einfach all die Arbeitsschritte anmalen, Airbrush, ja, lackieren, genau, bis er am Schluss dann angepasst wird auf jedes Mitglied und dann auch fertig ist. Vor allem das Visier war recht schwierig, vor allem weil das auch noch so rund ist. Zuerst haben wir überlegt, mit einer Scheibe das irgendwie zu machen. Aber das war ein bisschen schwierig und jetzt haben wir es einfach gesprayt. Da muss man eben schauen, dass kein Bootslag draufkommt, sonst gibt es da so Streifen. Und das ist auch nicht schön. Während der Jan weiter bastelt, holt der Nando stolz sein Kostüm vor. Es sind so viele Stunden, die wir investieren in diesen Verein. Und wenn du nicht das Feuer für diesen Verein und für die Fasnacht hast, dann geht's nicht. Also es ist eigentlich wirklich einfach, ja, wir lieben das und ja, es ist einfach Leidenschaft pur. Und so tönt's dann, wenn alle Drachenschwänze zusammen Musik machen. Was für eine grosse Arbeit, dafür ist das Fest dann umso grösser. Ja, für viele wäre die Fasnacht ohne Konfetti wahrscheinlich nur halb so lustig. Wie dass die Konfetti erfunden worden sind, das erfährst du schätzen. Konfetti! Das Wort stammt aus der italienischen Sprache. Confetto oder in der Mehrzahl Confetti heißt übersetzt so viel wie Zuckerzeug oder Konfekt. Es sind also Süßigkeiten. Schon vor rund 200 Jahren wurden beim italienischen Straßenkarneval Konfetti
eben diese Süßigkeiten in die Menschenmenge geworfen. Das sollte Glück bringen. Wie und wann genau dann die Idee entstand, statt Süßigkeiten Papier zu nehmen, ist nicht ganz klar. Oft wird erzählt, dass ein Buchbinder aus Deutschland das süße Konfetti im Jahr 1887 auf einer Reise in Italien kennenlernte. Nach seiner Rückkehr soll er dann angefangen haben, bunte Papierschnipselchen zum Herumwerfen herzustellen. Der Name Konfetti blieb. Fest steht, das Konfetti aus Papier wurde immer beliebter. Heute gehört es an vielen Orten der Welt zum Karneval bzw. zur Fasnacht dazu. Oft wird es aus Papierresten hergestellt. Und es gibt sogar extra Konfettifabriken, auch eine in der Schweiz. Je nach Region hat es bei uns übrigens Konfetti-Unterschiede. In Basel heißen diese Räppli und sie werden nicht nur geworfen, sondern gerne auch mal in die Kleidung gestopft. Es gibt meist nur einfarbige Räppli in Säcken zu kaufen. Dadurch ist klar, wer gemischtfarbige Räppli wirft, hat sie vom Boden aufgesammelt. Und das wird beispielsweise in Basel gar nicht gerne gesehen. Da habe ich mit meinen einfarbigen Konfetti ja gerade noch mal Glück gehabt. Aber dafür, ich gebe es zu, ich habe die Quizfrage falsch gelöst gehabt. Die richtige Antwort ist B. Konfetti kommt aus dem Italienischen und heisst Zuckerzeug. Immer wieder besuchen wir in der ganzen Schweiz mit unserem SRF Kidsbus Schulklassen. Und das mal die 5. und die 6. Klasse von Merlischachen. Mit ihnen wagen wir es in den kalten Vierwaldstättersee. Hallo zusammen. Wir sind Klasse 5-6b aus Merlischachen. Das ist im Kanton Schweiz am Vierwaldstättersee. Um den geht es nämlich heute. Hallo zusammen, ich bin Simon und das ist Nefeli. Habt ihr auch so Lust zum Baden? Da denkt man ja gerade an den Sommer und an die Wärme. Aber das kann man auch im Winter machen. Das nennt man Eisbaden. Wir haben jetzt den Raul Flaming bei uns. Er geht seit 5 Jahren jeden Tag Winterschwimmen und kennt sich darum sehr gut aus. Warum haben Sie mit Eisbaden angefangen? Ich habe mal im Fernsehen einen Beitrag gesehen, wo Wim Hof vorkam, ein Holländer, der Experte ist in Eisbaden. Und dann habe ich das gemacht und gemerkt, das ist wirklich, das tut mir so gut. Gibt es Vorteile, wenn man Eisbaden geht? Ja, es gibt viele Vorteile. Man wird weniger krank, man kann besser schlafen, man hat viel Energie und kann sich besser konzentrieren. Dann probieren wir das jetzt mal aus. Bist du aufgeregt? Ja, ein bisschen, weil ich weiß halt nicht, ob das Wasser sehr kalt ist. Und es ist mein erstes Mal, dass ich das mache. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber wir haben jemanden dabei, der sehr gut rauskommt. Und der macht natürlich das Ganze viel einfacher. Das Wasser ist 5 bis 6 Grad. Darum muss man den Körper gut aufwärmen, bevor man baden geht. Es ist wichtig, wenn man ins kalte Wasser geht, dass man gesund ist. Schaut auf den Atmung konzentrieren, gell? Schaut auf dem schauen, beruhigen. Dass man eine gute Stelle hat zum Reingehen. Und dass man nicht allein geht, damit man aufeinander schauen kann. Im Wasser muss man schauen, dass der Körper möglichst warm bleibt. Der Kopf bleibt drum über dem Wasser und die Hände kommen auf die Oberschenkel. So verliert man nicht zu viel Wärme. Und noch ein Tipp. Wenn man sich nicht bewegt, gibt es wie eine feine Schicht um den Körper herum, die einem warm behaltet. Wenn man nicht regelmässig ins kalte Wasser geht, darf man aber eh nicht lange im Wasser bleiben. Erwachsene maximal 2 Minuten, Kind eine, sagt der Experte Raul Flaming. Genau, aber jetzt, da in die Knie kommen. Und sobald man aus dem Wasser ist, sofort wieder zünftig aufwärmen. Und? Sind ihr schon ein bisschen warm? Ja.
Also für mich war es ein cooles Erlebnis und ich habe nicht gedacht, dass es eigentlich so warm ist. Schon kalt war, wegen dem bin ich halt auch recht schnell wieder rausgegangen. Als man dort drin war und stillgestanden ist, ist es mit der Zeit besser geworden und man hat auch warm bekommen. Uns hat es mega Spass gemacht, für SRF Kids News einen Beitrag zu machen. Wir trinken jetzt noch ein Tasschen Tee und wärmen uns fertig auf. Danke fürs Zuschauen. Wir hoffen, du hast etwas gelernt. Falls auch du einmal ins kalte Wasser willst baden und erfrischende Grüße vom Vierwaldstätter See. Tschüss! Dass ihr euch ins Wasser getraut habt, da könnt ihr also echt stolz sein. Ich wünsche dir eine super Fasnachtszeit, egal ob du Guckenmusik, Kostüm und Konfetti gern hast oder auch einfach lieber Fasnachtsküchli mampfisch. Wir sind in einer Woche wieder für dich da. Abonniere unseren Kanal, dann verpasst du uns nicht. Bis dann und mach's gut.